Ist der Staat noch in der Lage, seine Bürger zu schützen und vor allen Dingen Recht und Ordnung durchzusetzen? Vorfälle wie in Ellwangen, wo etwa 150 Flüchtlinge eine geplante Abschiebung eines Asylbewerbers zunächst verhinderten. Nach solchen Vorfällen, da wird diese Diskussion ja stets von neuem entfacht, stets von neuem diese Fragen gestellt. Die Politik ist in Zugzwang. Ärger um Abschiebungen. Sind Ankerzentren die Lösung? Liebe Zuschauer, der Titel der heutigen Phoenix-Runde, herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste. Professor Ulrike Kostka ist bei uns. Sie sind Direktorin des Caritas-Verbandes für das Erzbistum hier in Berlin. Robin Alexander ist bei uns. Sie berichten seit 2010 für die Zeitung Die Welt. Außerdem sind Sie Autor eines Buches mit dem Titel Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik. Report aus dem Inneren der Macht. Professor Oskar Niedermayer ist Politikwissenschaftler hier ebenfalls aus Berlin an der Freien Universität. Und Konstantin Ruschka, Rechtswissenschaftler am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Sie sind Experte für Asylrecht. Herr Alexander, wir haben heute viel weniger Einwanderung, viel weniger Zuwanderung als im Jahr 2015. Viel weniger Menschen, die hierher kommen. Trotzdem hat das Thema Flucht und Migration nach wie vor große Konjunktur. Agiert da die Politik zu verzagt, zu planlos, zu unentschlossen? Sie hat ja gerade einen Plan vorgestellt. Herr Seehofer spricht ja sogar von einem Masterplan. Also der Plan ist jetzt da. Die Frage ist natürlich, ob es ein guter Plan ist. Was wir jetzt allerdings erleben, sind ja noch die Proteste gegen die alten Verhältnisse, nicht gegen die neuen. Also diese Idee der Ankerzentren, noch gibt es die nicht. Die sollen jetzt erst geschaffen werden. Frau Kostka, Flüchtlinge sind ein Politikum. Die haben in der Vergangenheit schon nicht unerheblich Wahlergebnisse beeinflusst und werden das mutmaßlich auch in Zukunft tun. Sind unter diesen Bedingungen oder unter dieser Bedingung, sind da sachgerechte Lösungen überhaupt denkbar in der Flüchtlingsfrage? Ein Problem ist natürlich, dass jeder Weg immer gleich politisch diskutiert wird. Und aus der Praxis sagen wir nur, dass es wichtig ist, dass man das als langfristiges Thema sieht und alle Ad-hoc-Ideen, die mal schnell geboren werden, erstmal kritisch zu hinterfragen ist. Denn Integration und auch potenzielle Rückkehr sind langfristige Themen und die kann man nicht über Nacht mal schnell grundsätzlich ändern, diese Praxis. Ruschka, es gibt eine Umfrage, die ist nach Ellwangen gemacht worden und wenig verwunderlich, eine große Mehrheit ist für die von der Koalition geplanten Ankerzentren, vielleicht diesen Begriff kurz erklärt, das steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung, also die Abkürzung Anker. Diese Ankerzentren, die die Koalition ja beschlossen hat im Koalitionsvertrag, erleichtert diese Einrichtung oder erleichtern diese Einrichtungen, das sind ja mehrere, die Asylverfahren? Ja, das kann man noch gar nicht genau wissen, weil diese Zentren in der Planung sind und man hat Vorbildzentren in Bayern, in Manching und in Bamberg. Und diese Zentren sind ausschließlich gedacht gewesen für Personen, die wenig Chancen im Asylverfahren haben. Diese Ankerzentren sollen aber jetzt für alle Personen da sein. Und die Frage, wie kann ich dort fair und effizient Asylverfahren abwickeln, die ist gar nicht geklärt, weil man noch nicht weiß, wie diese Zentren aussehen. Ich habe selbst aber Erfahrungen mit ähnlichen Bemühungen in der Schweiz. Und dort haben, sagen wir, Zentren, in denen Verfahren schnell abgewickelt werden können, dazu beigetragen, dass das Thema Asyl nicht mehr so stark in der Öffentlichkeit steht. Ich würde, glaube ich, dazu sagen, dass diese Zentren in der Schweiz, glaube ich, maximal 300 Menschen beherbergen und dass es, glaube ich, auch eine ziemlich strenge Frist gibt für das Abwickeln dieser Asylverfahren, 140 Tage. Das ist in Deutschland ja eigentlich so nicht denkbar. Genau, aber das wäre das, wie diese Zentren als rechtmäßig denkbar wären, weil die Vorgaben aus dem Europarecht sind klar. Man musste innerhalb von 6 Monaten das Verfahren abgewickelt haben. Wenn man sich daran halten würde, würden sich sehr viele Probleme auch lösen in der Praxis. Herr Niedermayer, eine weitere Umfrage, auch nach Ellwangen veröffentlicht, die auch niemanden wundert. Eine große Mehrheit ist der Meinung, der Staat ließe sich zumindest bei den Abschiebungen, also das heißt Menschen, die verpflichtet sind auszureisen, die den Rechtsweg ausgeschöpft haben, die kein Bleiberecht mehr haben, die ausreisen müssen, der Staat würde sich bei diesen Abschiebungen auf der Nase herumtanzen lassen. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
Naja, es kommt ja auf die subjektive Meinung derjenigen an, die das gefragt werden, und nicht, ob er objektiv berechtigt ist. Und das prägt ja die Verhaltung, die Verhaltensweisen der Bevölkerung. Und subjektiv ist es durchaus so, dass in der Bevölkerung die Ansicht weit verbreitet ist, dass solche Fälle eben zeigen, dass der Kontrollverlust, den man beklagt hat im Herbst 2015, eben noch nicht vollständig wieder aufgearbeitet ist. Und wenn man dann so einen Fall sieht wie diesen islamistischen Gefährder und möglichen Osama bin Laden-Leibwächter, der 2007 einen Antrag gestellt hat, der offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde auf Asyl und jetzt seit geradezu 11 Jahren sich wirklich dagegen wehrt, abgeschoben zu werden, und zwar mit Erfolg, bis jetzt zumindest, dann ist natürlich durchaus für viele Leute in der Bevölkerung die Frage berechtigt, warum ein Staat sich 11 Jahre lang so etwas gefallen lässt. Bei diesem Thema, um das es da heute geht, muss man ja viel erklären, auch viel aufklären. Es gibt auch ein großes Informationsdefizit zu vielen Fragen. Lassen Sie uns vielleicht deswegen mal vorne anfangen, in der ganzen Kette dieser Flüchtlings- und Migrationspolitik. Lässt Deutschland zu viele illegale Migranten ins Land? Ich meine damit, die keinerlei Schutzbedürfnisse haben, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, die Wirtschaftsflüchtlinge sind. Das ist ja eine Forderung der Gewerkschaft der Polizei, denen schon den Zutritt ins Land zu verwehren. Lassen wir zu viele illegale Migranten ohne Aussicht auf Bleiberecht ins Land? Da müssen wir tatsächlich sehr konkret sprechen, weil es gibt natürlich Leute, die einfach kommen. Die sitzen aber dann nicht im Asylbewerberheim, sondern es sind schon Asylbewerber. Und solange deren Verfahren läuft, sind die auch nicht illegal. Es kann sein, das kommt ja oft vor, dass die Verfahren nicht erfolgreich ausgehen, dass der Rechtsweg verloren wird und dann tauchen die Leute ab. Dann sind sie illegal. Aber bis dahin, also wer aus Togo kommt und nur einen geringen Prozentsatz Erfolg hat, solange sein Asylverfahren läuft, ist er nicht illegal. Und das sind unsere Regeln, die haben ja nicht die Asylbewerber gemacht. Mhm. Also da muss man schon differenzieren. Ich glaube, was Seehofer macht, Seehofer ist ja kein ideologischer Mensch, der ist ja so ein sehr praktischer Typ. Der wiederholt einen Erfolg, den er 2015 hatte. Weil 2015 hat er in einem spektakulären Koalitionsausschuss, damals Riesennachtsitzung im Kanzleramt, durchgesetzt, diese 2 Aufnahmeeinrichtungen in Bayern, die Sie schon genannt haben, in Manching und in Bamberg, wo Leute aus dem Balkan reingekommen sind. Und danach gingen die Zahlen vom Balkan ganz schnell runter. Also wir hatten im Februar 2015 25.000 Asylbewerber aus dem Westbalkan. Am Ende des Jahres hatten wir, glaube ich, eine 3-stellige Zahl, wenn überhaupt. Weil diese Leute haben auch vorher alle nicht Asyl bekommen. Die haben aber sich in diesen langen Verfahren eingerichtet, weil die über einen schlechten Winter kommen mussten, weil die vielleicht auch ein Kind hier bekommen wollten, weil die eine Operation hier bekommen wollten. Also alles sehr verständlich. Und als die dann wussten, sie kommen eben nicht in die Verfahren, werden nicht auf die Dörfer verteilt, bekommen nicht die Sozialleistung, sondern sitzen in diesen Lagern und werden nach 6 Wochen zurückgebracht, sind die nicht mehr gekommen. Und das will Seehofer jetzt auf ganz große Leinwand sozusagen wiederholen. Also den Trick von 2015. Die Frage ist, ob das über diese enge Gruppe von Balkanleuten, die von ihren Ländern auch zurückgenommen wurden, hinaus möglich ist. Was ich dabei noch mal ganz wichtig finde, Asylrecht ist ein Individualrecht. Das heißt, jeder Einzelfall muss geprüft werden. Und diese Definition, die Sie schon gerade gesagt haben, ist das jetzt ein illegaler Einwanderer, wenn man das überhaupt sagen kann, oder Sozialflüchtling oder Wirtschaftsflüchtling, sind alles schon Definitionen. Zunächst ist es erstmal so, dass jeder ein Recht hat, einen Asylantrag zu stellen. Und wenn, wie Sie schon sagten, eben der geprüft wird und ergibt, dass er kein Bleiberecht hat, keinen Anspruch oder auch keinen Schutzstatus, dann treten die entsprechenden Konsequenzen ein. Aber ich halte nach wie vor dieses Gut für etwas ganz Entscheidendes. Und insgesamt, dass wir rechtsstaatliche Verfahren haben. Und da wage ich doch schon zu bezweifeln, ob die Mechanismen, die jetzt geplant sind, Rechtsstaatlichkeit wirklich für alle Einzelfälle sichern, weil auch unter den Balkanflüchtlingen gab es Einzelne, die auch einen Status hatten. Natürlich war die Ablehnungsquote sehr hoch und ich bin auch froh, dass jetzt viele nicht mehr kommen, weil sie sowieso keine Chance hatten. Also, aber trotzdem muss jeder Einzelfall geprüft werden. Aber gerade wenn Sie dieses individuelle Recht auf Asyl, nämlich einen Asylantrag zu stellen oder ein Anrecht auf Asylverfahren zu haben, ist es nicht dann gerade besonders wichtig, das in solchen Ankerzentren zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass es effizient, dass es schnell geht, dass es gerecht geht, aber dass eben die, die dann danach nicht bleiben dürfen, auch möglichst schnell wieder ausreisen. Das ist ja, die eigentliche Frage ist ja,
wie organisiert man dieses Zentrum? Weil bisher sind diese Ankerzentren hauptsächlich dazu da, um zu sagen, man konzentriert Sozialleistungen, die man nicht geben muss. Man macht sehr schnelle Verfahren, man hat das Verwaltungsgericht dort und es ist auf die Ablehnung des Asylantrags ausgerichtet. Wenn man aber jetzt für alle solche Verfahren macht, dann hat man eine Schutzquote von über 50%, wie sie in den letzten Jahren in Deutschland war. Dann muss man sich überlegen, wie schaffe ich die Voraussetzungen für Integration. Bisher gibt es in den Ankerzentren keine Deutschkurse, wenn das würde man für diese Personen brauchen. Also man müsste sie anders organisieren, als das jetzt in Bayern organisiert ist. Sie haben gesagt, Schutzquote 50%, also das ist eine Anerkennungsquote, die bleiben dürfen, die zunächst mal Schutz genießen. Da gibt es ja unterschiedliche Formen von Schutz, Asylrecht, Genfer Konvention. Aber in dem Jahr waren es ja, glaube ich, so zwischen 30% und 32%, die jeden Monat da anerkannt worden sind. Da war die Schutzquote ja sehr viel niedriger. Wie kommt es zu dieser Zahl 50%? Also man hat, wenn man die Schutzquote rechnet, müsste man die Dublin-Verfahren abrechnen, weil dort steht nicht fest, ob die Person Schutz braucht oder nicht. Und die Dublin-Verfahren sind die, die in einem anderen Land schon... wo ein anderer europäischer Staat zuständig sein könnte oder zuständig ist erstmal. Und wenn man diese Entscheidungen abrechnet, dann kommt man auch dieses Jahr noch auf eine Schutzquote von um die 50% und eben im letzten Jahr bei 60%, das Jahr davor sogar bei 70%. Und diese Frage, was mache ich mit diesen Personen, 20% der Personen, die in diese Verfahren kommen, bekommen Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Wie gehe ich mit diesen um? Da hat das europäische Recht klare Regeln und sagt, da muss von Anfang an integriert werden. Bisher war ja das Verfahren so, dass es eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen gab. Jetzt, bevor diese Ankerzentren eingeführt werden sollen, war das so, dass man sie verteilt in die Kommunen im ganzen Land nach einem bestimmten Schlüssel. Hat das, Herr Niedermayer, die Asylverfahren erschwert, was einerseits was Effizienz, andererseits auch Gerechtigkeit, auch eine zeitnahe Beschäftigung mit Asylverfahren angeht? Es ist zumindest so, dass man sich erhofft, dass durch diese Ankerzentren die Effizienz steigt. Ob sie das wirklich tut, das wissen wir noch nicht. Das sind ja jetzt alles Pläne. Und es ist auch so, dass ja die ursprünglichen scharfen Gesetzgebungen, die angedacht waren, also in diesen Ankerzentren eine Präsenzpflicht zu haben, die ja nicht übernommen wurden in den letztendlichen Vorschlag, sodass man ja auch nicht davon ausgehen kann, dass alle, die in diesen Ankerzentren eigentlich sein sollten, dann auch jeweils sind, wenn sie denn dann abgeschoben werden sollten, nachdem ein mögliches Asylverfahren negativ beschieden wurde. Das darf man auch nicht vergessen. Insofern vermutet man, dass die Effizienz steigen wird. Aber ob sie das wirklich tut, weiß man nicht. Es ist zumindest etwas, dass man dann in solchen Zentren die verschiedensten Behörden und Stellen und Institutionen, die beteiligt sind an diesen Entscheidungen, wenigstens zusammenfassen kann und die zusammen besser zusammenarbeiten kann. Insofern denke ich, die Koordination besser ist. Ja, bitte. Eine ganz große Schlüsselstelle, warum die Asylverfahren so immer noch zu lange dauern, ist eben ja das Bundesamt für Migration. Also das dürfen wir auch nicht sagen. Solange dieses Amt, das wurde jetzt zwar verstärkt oder so weiter, aber es geht ja nicht nur darum, dass die Verfahren schneller sind, sondern dass auch die Qualität der Verfahren besser wird. Da ist viel passiert, aber das ist eine der Schlüsselstellen. Und das ist unabhängig davon, wo die Flüchtlinge jetzt untergebracht sind. Was für uns aber ein ganz großes Problem ist aus Sicht der Caritas, ist die Geschichte, wie werden in diesen Ankerzentren denn unabhängige Beratung ermöglicht, anwaltschaftliche Begleitung. Das ist ein Riesenthema, weil das ist für den Asylbewerber ein ganz wichtiger Punkt, dass er eine unabhängige... Das ist nicht möglich im Moment in den Ankerzentren? Das ist zumindest schwer. Also die Erfahrungen aus Bayern zeigen deutlich, dass der Zugang von unabhängigen Organisationen schwierig ist zu diesen großen Zentren. Und da ist bislang auch nicht in den Vorschlägen zu diesen Ankerzentren, das ist nicht eindeutig geregelt. Und Asylbewerber haben das Recht darauf, dass sie eine unabhängige Beratung bekommen und auch, dass die Zivilgesellschaft in diese Zentren auch reinkommt. Und da finde ich das schon sehr interessant, dass das in den entsprechenden Beschreibungen bislang eigentlich nicht groß vorgesehen ist, weil das erleben wir ja ganz stark, dass gerade auch das Miteinander von Bevölkerung und Geflüchteten in Einrichtungen, die aber auch offen sind, ein ganz wichtiger Faktor ist zur Deeskalation. Diese Aufnahmezentren in der Schweiz, da gibt es ja einen Rechtsanspruch auf juristische Beratung, wenn man sich gegen Asylbescheide dort zur Wehr setzt. Ja, es geht eben schon vorher los. Also in diesem Zentrum gibt es von Anfang an eine unabhängige Beratung,
die vom Staat unabhängig ist, die allerdings, da muss man eben auch sagen, das ist für die Asylsuchenden nicht unbedingt erkennbar, weil sie eben in den Zentren mit drin sitzen. Also die Unterscheidbarkeit muss dann gewährleistet sein. Und es gibt noch im erstinstanzlichen Verfahren einen Rechtsvertreter, eine Rechtsvertreterin, die die Personen begleitet. Das hat insbesondere auch die Quote an Klagen sehr nach unten gebracht, weil die Personen sich schon im erstinstanzlichen Verfahren gut vertreten gefühlt haben. Und das ist für mich so ein zentraler Punkt an den Ankerzentren. Ich habe das Gefühl, das BAMF hat eine Psychotherapie mit McKinsey gemacht und gesagt, wir konzentrieren uns jetzt mal auf uns und auf die Zusammenarbeit mit den anderen Behörden. Und man hat die anderen Unterstützungsstrukturen, die es gibt, vergessen. Und in der Schweiz sind die für den Erfolg des Verfahrens sehr entscheidend. Sie haben den Masterplan von Horst Seehofer schon angesprochen. Wenn Sie jetzt auch diesen Vorfall in Ellwangen ansehen. Sind wir denn da eigentlich genügend vorbereitet, solche Ankerzentren wirklich in einer Weise aufzubauen, dass sie funktionieren, dass sie rechtsstaatlichen Voraussetzungen entsprechen und dass sie auch wirklich das dann letztendlich als Resultat haben, was man sich von ihnen verspricht? Naja, andere Länder machen es ja auch. Wir haben die Schweiz angesprochen, wir haben die Niederlande angesprochen, das sind ja alles Rechtsstaaten. Also es ist ja nicht so, dass wir der einzige Rechtsstaat wären auf der Welt. Wir müssen natürlich auch die Wahrheit aussprechen, dass es auch eine Flüchtlingsberatung gibt bei uns, die auf Verschleppung ansetzt. Also bei uns wird Flüchtlingen geraten, werft euren Pass weg. Bei uns wird minderjährigen Flüchtlingen geraten, eröffnet euer Asylverfahren erst, wenn ihr volljährig seid, dann seid ihr schon 2 Jahre her. Bei uns wird Leuten, wo klar ist, die werden das niemals gewinnen, geraten, macht das Verfahren bis zum Ende. So, und das ist natürlich etwas, wo in der Helferszene auch mal eine interne Debatte losgehen müsste. Machen wir eigentlich die richtige Beratung oder machen wir manchmal sogar auf dem Rücken der Flüchtlinge ein Stück weit Politik? Ich sage das interne Debatte und ich sage, ich würde die gerne in der Helferszene sehen, gerade in der katholischen Helferszene, die mir persönlich sehr sympathisch ist. Aber ich glaube, die muss geführt werden, um sich gegen Anwürfe von außen, die sonst kommen werden, auch zu immunisieren. Die kam also ja schon in Form von Abschiebeindustrie. Genau, da würde ich gerne drauf eingehen. Ich möchte nicht im Einzelfall ausschließen, dass es vielleicht auch irgendwelche Engagierten gibt, die vielleicht auch Flüchtlingen nicht die Wahrheit sagen, wenn sie keine Chance mehr haben. Also das ist, für uns ist das als Caritas ein ganz wesentlicher qualitativer Standpunkt zu sagen, wenn keine Chancen da sind, dann ist die Frage, welche Chancen, also welche Wege gibt es auch zurückzukehren zum Beispiel oder weiterzuwandern. Das ist das gehört dazu. Wir nennen das Perspektivberatung. Das andere ist aber, Ihr Vorwurf klingt jetzt so, als würde generell in der Flüchtlingsberatung so agiert werden. Das stimmt einfach nicht. Das habe ich auch extra ganz anders formuliert. Ja, aber es ist trotzdem, also wenn ich das jetzt mit der Dobrindt-Brille lese, dann muss ich schon mich ganz deutlich dagegen verwehren, weil die Flüchtlingsberatung, die professionelle Flüchtlingsberatung, die teilweise auch durch Ehrenamtliche auch erfolgt, wir haben zum Beispiel Rechtsanwälte, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren, gilt immer darauf hin, die Geflüchteten über ihre Rechtsansprüche zu erklären und ihnen die Verfahren überhaupt zu erklären, weil viele wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt und sie auch zu beraten und sie auf die Anhörung vorzubereiten. Und das ist ein legitimes Recht und das ist auch das Thema Kirchenasyl ist auch nicht etwas, was jetzt verboten ist, sondern was ein Weg sein kann, um nochmal eine rechtliche Überprüfung einzuleiten. Und das ist mir einfach nochmal wichtig, weil die Gefahr, die jetzt durch diese Äußerung von Dobrindt erfolgt ist, ist, dass eine ganze Szene, die sich engagiert dafür, dass wir ein Rechtsstaat sind und Flüchtlinge Zugang zu rechtsstaatlichen Bedingungen haben, hier in einen Misskredit gerät. Aber es gibt doch auch durchaus Institutionen in diesem Bereich, die sich doch hart an der Grenze des Rechtsstaats bewegen. Wenn ich sehe, dass Flüchtlingsräte auf ihren Webseiten die Termine für Abschiebungen bekannt geben und dass sie dann auch noch sagen, Leute, wir raten euch in den Nächten, bevor diese Abschiebung stattfinden soll, seid bitte nicht in eurer Unterkunft. Und dann sagen, wir raten ja aber nicht, dass die Flüchtlinge sich ihrer Abschiebung entziehen und untertauchen. Dann finde ich das schon hart an der Grenze, das muss ich sagen. Wobei man natürlich differenzieren muss, dass die kirchlichen Organisationen anders vorgehen als Leute mit einem bestimmten linksradikalen Hintergrund. Da darf man auch auf gar keinen Fall alle auf den... Und deshalb fand ich persönlich Dobrindts Äußerung auch unterkomplex, um das nur anzudeuten. Ja. Aber die Debatte fände ich ja gerade gut bei den Helfern. Nehmen wir doch mal den Fall von dem armen Menschen in Togo, der das jetzt alles da ausgelöst hat. Ne? Der kommt hier hin und eigentlich ist klar, der kriegt hier kein Asyl. So, dann macht er das Verfahren, dann klagt er und sitzt die ganze Zeit in dieser angeblich so schlimmen Unterkunft. Jetzt
ist er bei seiner Abschiebung, hat er diese Gewalterfahrung da wieder gehabt. Jetzt sitzt er im Gefängnis, obwohl er ja kein Krimineller ist. Und sein Anwalt versucht jetzt gerade den Fall zu machen, ihm wäre die endgültige Abschiebung da in Ellwangen nicht zugestellt worden. Ist es wirklich für diesen armen Menschen das richtige Verfahren, diese Zeit in Deutschland so lange herauszuzögern? Ist es wirklich klug? Und damit rede ich nicht davon, dass er keinen Rechtsweg kriegen soll. Den soll er auf jeden Fall kriegen. Aber ist er wirklich gut beraten? Aber der Punkt... Darf ich die Frage nur vielleicht noch mal noch ergänzen? Ist es klug, auf so einen Rechtsweg zu gehen? Diesem Beispiel jetzt von Robin Alexander. Wenn das die Aussicht auf Erfolg nahezu null ist. Das gilt ja für viele Verfahren. Man hat ja das Gefühl, dass manche gehen diesen Rechtsweg auf dem Verwaltungsgerichtsweg. Der Rechtsweg ist schon durch in dem Fall. Obwohl also eigentlich die Chance, es gibt ja eine ganze Reihe von Migranten, das meinte ich auch mit der Eingangsfrage, wer hier überhaupt Aussicht auf Erfolg hat, auf Bleiberecht, wo ganz klar ist, die werden abgelehnt und die gehen trotzdem alle Rechtsinstanzen durch. Ist das so klug? Ja, also da muss man als erstes mal sagen, alle Rechtsinstanzen heißt ein verwaltungsgerichtliches Verfahren im Asylverfahren normalerweise. Es gibt nur eine Instanz und zu den höheren Instanzen komme ich nur unter ganz erschwerten Voraussetzungen. Das heißt, ich habe ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und ich habe Verwaltungsgerichte, die extrem überfordert sind mit der Menge an Personen, die klagen gegen die Bescheide. In dem Fall ging es ja noch nicht mal um die Frage, ob der Togoa nach Togo soll, sondern nach Italien zur Durchführung des Asylverfahrens. Den Asylantrag gestellt hatte und wo er, wenn man die Bedingungen in Italien anschaut, möglicherweise nicht so untergebracht war, wie das gemeinsame europäische Asylsystem vorsieht. Das heißt, ich habe in diesen Fällen immer das Problem, dass ich quasi ein vorgeschaltetes administratives Verfahren habe, bevor ich überhaupt dazu komme, mir mal zu überlegen, hätte die Person in Deutschland überhaupt Anspruch auf Schutz und müsste nicht sowieso nach Togo zurück. Da in diesem Überhäufen von administrativen Aufgaben ist das deutsche Asylverfahren, das dem europäischen angeschlossen ist, einfach viel zu langsam. Und das hat mit den Verwaltungsgerichten zu tun, das hat mit dem BAMF zu tun. Diese Entscheidungen dürfen nicht so lange dauern. So viele Leute haben Menge der Klagen zu tun. Wenn wir 360.000 Klagen haben gegen Ablehnungsbescheide, dann frage ich mich, wie die Gerichte das auch nur annähernd in einer halbwegs sinnvollen Zeit machen sollen. Man kann ja auch Verwaltungsrichter nicht aus dem Boden stampfen und kann sagen, wir stellen jetzt auf einmal 500 mehr Verwaltungsrichter ein. Und genau darauf zielen ja diese Klagen, nämlich die Abschiebung so lange zu verzögern, bis man sagen kann, ja, jetzt ist er ja 3-4 Jahre hier und jetzt ist natürlich die Integrationsperspektive sehr viel positiver als am Anfang. Und je länger ein solches Verfahren dauert, weil die Gerichte überlastet sind, desto eher steigen die Chancen für die Leute, die abgelehnt werden. Die Frage ist ja, ob damit Rechtsstrukturen und rechtliche Bedingungen in Deutschland unterlaufen werden mit dieser Verzögerungstaktik. Zunächst ist es so, jeder hat den, also das würden wir ja für uns genauso bei anderen Rechtsthemen, die uns selber vielleicht als Bürger betreffen, auch sagen, hat das Recht, den rechtlichen Weg zu gehen, den das Recht erstmal vorsieht. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Dass es nun dazu kommt, dass die Gerichte so überfordert sind zahlenmäßig, das ist natürlich wirklich ein Dilemma. Und ich plädiere auch eindeutig für zügige Verfahren, weil je länger Leute in dieser Schleife hängen von eben nicht geklärten Verfahren und ungeklärte Zukunftsperspektive, umso schwieriger. Nur die Frage ist eben, also wir sollten als deutscher Staat den höchsten Anspruch an unseren Rechtsstaat haben. Und dazu gehört zum Beispiel, dass eben auch Menschen im Asylverfahren einen Zugang zu unabhängiger Beratung haben, und zwar auch jenseits dieser Zentren. Und zwar, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie wirklich auch entsprechend beraten werden. Natürlich muss eine Beratung immer eigentlich über die Tatsachen aufklären. Das sehe ich ganz genauso. Das ist auch unser fachlicher Standard. Der andere Punkt ist aber, dass es auch so wichtig ist, dass diese Ankerzentren nicht zu Ghettos werden. Man muss auch mal an die Nachbarschaft denken. Es ist, wenn wir da 1.500 Leute konzentriert haben, die wenig Perspektive haben und die auch nichts zu tun haben, das ist ein großes soziales Problem. Ich kann davor nur warnen. Großeinrichtungen haben sich nie gut bewährt. Besteht der Rechtsstaat aber nicht aus ganz verschiedenen Bereichen? Der Rechtsstaat besteht, was Sie gerade gesagt haben, daraus, dass jeder, der in diesem Land ein Recht wahrnimmt, auch den Schutz des Staates, den Schutz des Rechtes, den Schutz der Gesetze genießt, in dem Verfahren
ein Asylverfahren auf Anerkennung seiner Person als Asylbewerber und als einer mit Bleiberecht im Land durchzieht. Aber zum Rechtsstaat gehört doch auch, dass dann, wenn dieses Asylverfahren rechtskräftig abgelehnt worden ist und er ausreisepflichtig ist, er das Land auch verlässt. Genau. Das heißt, ist dieses Bewusstsein, sehen da manche viel zu einseitig, das Thema und das Argument Rechtsstaat? Ich denke, es sind halt einfach zwei Komponenten, die zueinander gehören. Die Frage, ich habe ein Flüchtlingsrecht, ein Recht auf internationalen Schutz, das gibt mir ein Aufenthaltsrecht. Ich habe ein gemeinsames europäisches System, das das soll und ich habe das herstellen soll. Und ich habe in Deutschland Asylklagen, die zu 58% erfolgreich sind. Da kann ich doch als Anwalt nicht ernsthaft hingehen und sagen, das ist aussichtslos. Insbesondere, weil ich beim Verwaltungsgericht ist normalerweise Schluss. Ich komme nicht zu den Oberverwaltungsgerichten und schon gar nicht zum Bundesverwaltungsgericht. Ich habe keine einheitliche Praxis. Und das führt natürlich dazu, dass die Klagen durchaus Aussicht auf Erfolg haben. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, der Fall, mit dem wir begonnen haben, von dem haben Menschen aus Togo, der hat das alles schon durchlaufen. Ja, aber das der hat sein Urteil. Der hat den gesamten Rechtsweg durchlaufen. So. Und in Ellwangen hat die Polizei gesagt, sie sind in 2017 140 Mal hingefahren für eine Abschiebung. Und zwar nach dem ganzen Rechtsweg. Und davon haben sie 30 Mal jemanden angetroffen in der Einrichtung. Und dass da nicht nur ein subjektiver Eindruck der Bevölkerung ist, dass da ein, wie soll ich es formulieren, Vollzugsdefizit herrscht. Und diese ganzen Leute, die kommen doch hier nicht mehr gut in die Gesellschaft rein. Denen ist doch nicht damit gedient, dass die jetzt irgendwo sich verstecken. Und das ist doch alles nicht gut. So, und da, deshalb war mein Plädoyer, dass wir eine Debatte beginnen sollten, ist den Leuten wirklich damit geholfen, sie um jeden Preis. Wenn Sie von diesem Vollzugsdefizit reden, wie kann man das beheben? Stehen sich da die politischen Instanzen gegenseitig im Weg, ob freiwillig oder unfreiwillig? Naja, man darf ja nicht vergessen, dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, warum dann Abschiebungen nicht vollzogen werden können, selbst wenn die Leute sofort ausreisepflichtig sind. Und dass es nur zum Teil natürlich an der deutschen Politik hängt. Aber wenn ich 68.000 Leute habe, die eigentlich sofort ausreisepflichtig wären und habe im letzten Jahr 24.000 abgeschoben und es waren auch noch weniger als im Jahr vorher, dann setzt sich natürlich in der Bevölkerung die Ansicht durch, es ist der deutsche Rechtsstaat nicht in der Lage, seine Gesetze, die er selber macht, dann auch tatsächlich durchzusetzen. Und wenn wir schon das liberalste Asylrecht sozusagen auf der ganzen Welt haben, dann müssen wir eben auch den Teil in den Augen der Bevölkerung, der dazugehört, nämlich dass Leute, die keinerlei Recht haben, hier weiter zu bleiben, dann auch das Land verlassen müssen, dann auch konsequent durchsetzen. Das passiert nicht und das ist nicht allein die Schuld der deutschen Politiker. Das ist die Schuld der anderen Länder, die sich weigern, die Leute aufzunehmen und so weiter und so fort. Das ist aber auch die Schuld zum Teil derjenigen, die in diesen Verfahren sind, weil sie eben untertauchen, weil sie sich eben der Abschiebung entziehen. Und das muss man alles gleichzeitig sehen. Gibt es zu wenig Abschiebehaftplätze? Wird da mit ärztlichen Attesten dazu leichtfertig umgegangen? Das kann also, ich nicht beurteilen. Da würde ich gerne mal aus der Praxis sagen, weil ich glaube, das ist noch mal sehr wichtig. Der Ellwangener Fall war jetzt ein Extrembeispiel. Es gibt sicherlich auch noch viele Abschiebungen, die nicht gelingen, das ist mir auch klar. Aber erstens ist es so, die Zahl der Menschen, die freiwillig ausreist, ist sehr groß. Also das ist also erfahrungsgemäß, wenn die Leute wissen, dass sie gar keine Chance haben, gehen auch viele zurück. Auch weil zum Teil auch Hoffnungen, die sie hatten, hier nicht erfüllt werden. Also das finde ich noch wichtig, weil wir konzentrieren das wieder nur auf die nicht gelungenen Abschiebungen. Aber es gibt eben auch die Gleichzeitigkeit, dass Leute auch freiwillig gehen. 20 Meter von meinem Büro entfernt ist eins unserer Flüchtlingsheime. Und da sind auch regelmäßig Abschiebungen. Und die werden auch vollzogen, also die laufen dann auch. Wir auch jedem Geflüchteten raten, ist eine Abschiebung nach Möglichkeit zu vermeiden, sondern freiwillig auszureisen, weil das hat für die Geflüchteten ja auch absolute Konsequenzen. Es hat finanzielle Konsequenzen, es wird oft mit einem Wiedereinreiseverbot für 5 bis noch mehr Jahre. Also sie haben das und es ist traumatisch. Deswegen ist also ganz klar in der Beratung, wenn ihr keine Chancen habt, dann kehrt zurück und es gibt ja auch Hilfen dafür, wenn die Leute zum Beispiel sich das eigentlich nicht leisten können oder sowas. Also das ist nochmal ganz wichtig. Aber es gibt eben auch viele, die wirklich weiter wandern oder auch freiwillig zurückkehren. Also ich würde gerne das Bild einfach ein bisschen bunter machen und nicht nur immer, weil wir berichten eigentlich vor allen Dingen immer nur von den Negativbeispielen. Das ist aber im Journalismus immer so. Jo.
Wir berichten auch, wenn es einen Skandal gibt über den Parteifinanzen, nicht, wenn alles gut läuft. Gut, wenn Abschiebungen stattfinden, findet das in der Tat immer unter großer Medienaufmerksamkeit statt. Diese freiwilligen Ausreisen, ist das etwas, was möglicherweise tatsächlich das Problem löst? Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht, dass das verstärkt diese Einsicht da ist? Ich kann nicht bleiben, ich muss nach Hause zurückkehren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie einem der Staat auch gegenüber steht oder wie insgesamt das Asylsystem einem gegenübersteht. Die Frage, wenn ich von Anfang an eine Beratung habe, der ich einigermaßen vertraue, die dann auch, wie Herr Alexander gesagt hat, wirklich auch über die Erfolgsaussichten berät und realistisch über die Erfolgsaussichten. Das ist sicher für viele Leute, die den Impuls haben zu helfen, schwierig, realistisch über Erfolgsaussichten zu beraten. Das muss aber gewährleistet sein. Dann entschließen sich viele Leute freiwillig, der Anordnung, da du musst das Land verlassen, auch tatsächlich Folge zu leisten. Und die Abschiebung kommt ja erst danach, erst wenn die Ausreisefrist abgelaufen ist, wenn die Person nicht dorthin geht, wo sie hingehen soll, sei es jetzt Italien oder Schweiz oder Österreich, weil ein anderer Staat zuständig ist, oder das Heimatland, weil es keinen Schutzbedarf gibt. Und dann sprechen wir über Abschiebungen. Und bei Abschiebungen muss man auch über personelle Ressourcen sprechen. Wenn man mit der Bundespolizei spricht, sagt, wir können das locker erhöhen, diese Zahl. Die Frage ist, wie viel bringt es tatsächlich und wie viel Personal brauchen wir dafür? Es bringt ja oft deswegen nichts, weil manche Herkunftsländer die Rücknahme ihrer Bürger verweigern. Und jetzt haben in der Politik einige die Idee geäußert, man könnte doch, um diese Rücknahmebereitschaft zu erhöhen, die Entwicklungshilfe an diese Länder koppeln mit der Bereitschaft, Bürger in dieses Land zurückzunehmen. Ist das ein sinnvoller Ansatz? Ich glaube, auf diese Leimroute sollten wir der Politik nicht folgen, weil das stimmt nämlich nicht. Wir stehen uns dabei selber im Weg. Ich gebe drei Beispiele. Das erste Beispiel, die bereits angesprochenen Länder vom Westbalkan haben immer ihre Leute zurückgenommen und es brauchte nur eine Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat, sie zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Das wurde lange blockiert, in der Flüchtlingskrise nicht mehr, dann ging es. Das zweite Beispiel, die größte Gruppe ist Syrer, da wollen wir die Leute nicht hinbringen, steht also nicht zur Debatte. Und das dritte ist Afghanistan und Afghanistan nimmt jeden, die leben nämlich von unserem Geld. Also da Afghanistan könnten wir gehen hinschicken, nur wir haben intern eine Debatte, die wurde im Bundestagswahlkampf mit wieder mal vertagt und jetzt wird ein neues Sicherheitsanalyse im Auswärtigen Amt. Aber wir wissen nicht, ob wir Leute nach Afghanistan bringen wollen. Und erst dann kommen diese ganzen Länder, über die wir jetzt schon geredet haben, in Westafrika. Aber die großen Flüchtlingsgruppen sind davon gar nicht betroffen. Ist diese Idee denn wirklich so klug? Weil die Entwicklungshilfe wird ja eigentlich unter anderem deswegen gezahlt, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Wenn ich die jetzt also sozusagen zum Deal mache und nicht mehr zahle, weil Länder nicht kooperationsbereit sind, dann habe ich ja eigentlich genau diesen Zweck verfehlt. Und dann passiert das, was man eigentlich verhindern will, dass sich noch mehr Menschen auf die Flucht machen. Ist das das Problem bei dieser ganzen Idee? Bei dieser Idee gibt es noch eine ganze Menge anderer Probleme, denn auch umgekehrt ist es nicht ganz gefahrlos. Es gibt ganz eindeutige empirische Studien, die zum Beispiel sagen, von wo machen sich Flüchtlinge auf den Weg? Von den allerärmsten Ländern eher nicht, weil die überhaupt nicht die Ressourcen haben, um überhaupt die Schlepper zu bezahlen, um sich auf diesen Weg zu machen, sondern von Ländern, denen es schon etwas besser geht, sodass bestimmte Ressourcen da sind, um diese Flucht dann auch zu organisieren und zu finanzieren. Und deswegen sagen international vergleichende Sozialwissenschaftler, in dem Moment, wo wir die Entwicklungshilfe erhöhen an diese Länder, schaffen wir genau das Problem, weil dann mehr Leute in die Möglichkeit versetzt werden, um überhaupt zu uns zu kommen. Also Förderprogramme für Schleuser. So ist es. Wir machen damit ein Förderprogramm für Schleuser. Das ist auch wieder ein Argument in dieser ganzen Diskussion, das man beachten muss. Und andererseits würde ich sofort Ihnen zustimmen, dass es für die Länder, um die es geht, sowieso nichts bringt. Und die einzige Gruppe ist jetzt vielleicht noch das sind jetzt noch die Maghreb-Staaten, wo es dann eben politisch nicht den Willen gibt, bei den Grünen, beim Bund, unter den gegenwärtigen Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat, sie tatsächlich zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Da haben wir ein Defizit aus der politischen Seite, das ist eindeutig. Und man muss sicher auch sagen, dass das Problem ist, wenn ich das kopple, dann fokussiere ich mich auf die Staaten mit Menschenrechtsverletzungen, also da, wo
Flüchtlinge herkommen. Und denen gebe ich noch Geld dafür, weil sie ihre eigenen Staatsangehörigen schlecht behandeln, während sozusagen Staaten, die aus denen weniger Flüchtlinge kommen, werden dann nicht mehr weiter beachtet, weil sie sich eben an die Standards halten. Also ich denke, diese Frage, will man Entwicklungspolitik innenpolitisch organisieren und konzentriert sich auf die Personengruppen, die da sind? Ich halte das nicht für den richtigen Ansatz, wenn ich über Entwicklung spreche. Es gibt ja ein großes Ärgernis in Fragen des Asylrechts und der Zuwanderung, das ist, dass man so innerhalb europäischer Staaten von einem Land zum anderen wandert, eigentlich in einem Land, als zum Beispiel in Deutschland, einen Asylantrag stellt, obwohl man eigentlich in Italien den hätte stellen müssen. Ist es wichtig jetzt, dass es doch in absehbarer Zeit zu einer Einigung auf ein gemeinsames europäisches Asylrecht kommt? Ich würde das ganz deutlich so sehen, dass es ein europäisches System geben muss. Die Frage ist natürlich aber auch, was sind die Standards in den jeweiligen Ländern? Und wenn ich zum Beispiel an die Situation von Geflüchteten in Italien denke, dann haben wir da ganz offensichtliche Versorgungsthemen wie Wohnung, wie Arbeit etc. Also das ist einfach, für mich geht es nicht nur um ein Rechtssystem, sondern es geht auch darum, wie ist die soziale Situation, weil die hoch differenziert ist und das eben auch dazu führt, dass die Leute eben zum Beispiel nicht in dem Ersteinreiseland einen Asylantrag stellen. Wenn man das vereinheitlicht, das war ja die Frage gewesen, die Frage ist, kann man dann den hohen deutschen Standard überhaupt halten? Man muss sich ja dann auf ein gemeinsames Asylrecht auch auf Standards, auch auf materielle Standards einigen. Also das sind ja so das Erste, was man sagen muss, es gibt keine Verpflichtung, in einem bestimmten Staat einen Asylantrag zu stellen. Genauso wie es kein klar zugeordnetes Land gibt, das den internationalen Flüchtlingsschutz herstellen muss. Was in der deutschen Debatte immer wieder verloren geht, ist, dieses System, das Sie gerade ansprechen, haben wir seit 2004. Es gibt gemeinsame europäische Regeln, die gleich liberal sind in allen 32 Staaten, die daran teilnehmen, also die 28 EU-Staaten und 4 Assoziierte. Diese gleichen Regeln werden aber von diesen Staaten nicht eingehalten. Diese Staaten blockieren in der Kooperation Übernahmen, blockieren Abschiebungen. Die meisten Abschiebungen kommen nicht zustande, weil die Staaten nicht miteinander kooperieren. Und in diesem System fehlt der Sanktionsmechanismus gegenüber den Staaten. Ich kann einen Staat wie Ungarn oder einen Staat wie Griechenland, die nicht mitmachen bei diesem System, die Standards bewusst ignorieren, nicht sanktionieren im EU-Recht. Das heißt, aber es gibt ja noch eine andere Kritik von Kritikern der Flüchtlingspolitik. Man würde in Deutschland falsche Anreizsysteme schaffen, damit Asylbewerber hierher kommen. Ist das ein nachvollziehbarer, das ist ein schwieriges Thema. Also die Politik hat mehrmals versucht, die Leistung für Asylbewerber zu senken. Das hat nicht geklappt, weil es Rechtsprechung gab. Und die Rechtsprechung sagt, Asylbewerber müssen das Existenzminimum kriegen. Und das ist so Pi mal Daumen 50 Euro unter dem Hartz IV. Und deshalb gibt es ja diese Versuche, dass man sagt, man steckt die Leute in diese Ankerzentren, weil da gibt es eine Mensa, da muss man ihnen schon mal nicht das Geld fürs Essen auszahlen. Weil natürlich gibt es, man spricht ja immer von Pull-Faktoren, die die Leute anlocken, und Push-Faktoren, die die Leute aus den Ländern raustreiben. Jede politische Seite leugnet immer eins, aber natürlich gibt es beides. Natürlich ist es attraktiver, in Deutschland Asylbewerber zu sein, als in Polen oder Bulgarien. Das ist doch, alles andere ist ja Quatsch. So, und wir müssen schon, finde ich, auch hier wieder uns mal, wenn man so will, ehrlich machen. Wir führen eine politische Debatte. Wir wollen eine Flüchtlingsverteilung in ganz Europa durchsetzen und mit großer Macht in Brüssel und Strafen für die Länder, die dann nicht nehmen. Gleichzeitig wollen wir aber Leute nicht nach Italien zurückbringen. Wie passt das denn zusammen? Also wenn uns die italienischen Standards nicht reichen, wie sollen uns denn die rumänischen und bulgarischen und griechischen Standards reichen? Das ist also politisch vollkommen undurchsetzbar. Das wird nicht klappen. So ein europäisches Asylrecht. Neues zu schaffen, das auch nur einigermaßen gleiche oder vergleichbare Asylstandards herstellt, sodass diese Push- und Pull-Faktoren nicht mehr da sind. Natürlich ist es vollkommen rational für jeden Flüchtling, dahin zu gehen, wo es ihm am besten geht. Das ist doch logisch, das würde ich ja auch tun. Nur die Frage ist, andererseits hat er eben nicht das Recht auf einen bestimmten Staat, in einen bestimmten Staat zu kommen, wenn er nach Europa einwandert. Und zwangsweise die Leute per Quoten zu verteilen, das hat bisher schon nicht funktioniert. Und das wird bis Juni auch nicht funktionieren, denn im Juni soll ja angeblich dieses schöne neue Flüchtlingsrecht geschaffen werden, wo ich keinerlei Chancen sehe, dass es passiert. Wenn es einheitliche Standards gibt, aber offenbar ja manche sich nicht daran halten, ist das ja das eine. Aber die Frage, wie könnte das aussehen, ein gemeinsames europäisches Asylrecht, Sie halten das für ausgeschlossen, also eine
Anhebung des Rumänischen und eine Absenkung des Deutschen auf ein einheitliches Asylrecht? Ich könnte mir eine Absenkung unseres Standards nicht vorstellen, weil das nämlich bedeuten würde, dass wir das soziokulturelle Existenzminimum in Frage stellen. Aber dann kann es kein gemeinsames europäisches Asylrecht geben. Gut, die Frage ist, was ist uns das wert, dass die Menschen vernünftig versorgt sind? Geben wir das auf, weil andere Länder es schlechter hinbekommen? Also erstmal haben wir auch eine andere Wirtschaftskraft, das muss man auch noch mal ganz deutlich so sehen. Ich finde es entscheidend, dass andere Länder auch bereit sind aufzunehmen. Und da sind die sozialen Fragen nur die einen. Es sind ja oft auch Mentalitätsthemen. Es ist keine Bereitschaft. Es ist eine große Fremdenfeindlichkeit zum Teil da. Es sind auch manchmal wirtschaftliche Fragen. Das ist so das eine. Aber das andere ist, dass es auch gesichert sein muss, dass wenn Leute in Länder zurückgebracht werden, dass sie dort nicht in der Wohnungslosigkeit und im absoluten Elend landen. Und da kann ich nur sagen, wir arbeiten als katholische Kirche nun mal weltweit. Und wir haben die Einblicke, was ist, wenn Familien zum Beispiel nach Italien zurückkommen und viele in der Wohnungslosigkeit landen. Und deswegen gehört auch dazu, dass wenn Leute irgendwo hin müssen, dann muss auch eigentlich gewährleistet sein, dass sie dort eine zumindest eine menschenwürdige Versorgung erleben. Und das ist definitiv ein großes Problem. Diese Standards gibt es aber schon. Also die Standards würden natürlich das Existenzminimum sichern. Und möglicherweise brauche ich für das Existenzminimum in Rumänien weniger Geld als in Deutschland. Aber die ganze Debatte fokussiert immer auf diese Pull-Faktoren, die durch Sozialhilfeleistungen gesetzt werden angeblich. Die Pull-Faktoren sind die Familie, die wirtschaftliche Stärke des Landes. Wenn ich die Diskussion in der Schweiz anschaue oder auch in Schweden, in UK, in Frankreich, die haben genau dasselbe Gefühl. Sie hätten das liberalste Asylrecht, deswegen würden alle zu Ihnen wollen. Und zum Glück gibt es noch Deutschland, weil Deutschland die Leute auch an der Ausreise hindert. Es gibt ja aber ein paar objektive Zahlen, dass Deutschland allein mehr aufgenommen hat als alle anderen europäischen Länder zusammen. Das heißt, es gibt ja nicht nur die subjektive Bewertung, sondern man kann ja ganz klar feststellen, wer jetzt die Hauptlast trägt. Und das ist Deutschland. Diese Personen, wenn man sie befragt, auch in den Ankerzentren, wir haben eine Studie zu syrischen Flüchtlingen gemacht, die kommen nicht wegen der deutschen Sozialleistungen, sondern weil ihre Familie da ist, weil sie mal Deutsch in der Schule gelernt haben, weil sie andere wirtschaftliche Chancen haben. Nur um die Kategorien auseinanderzuhalten. Ich bin für ein liberales Asylrecht, ich bin auch für ein christlich inspiriertes Asylrecht. Nur, wir haben ja am Anfang über Leute geredet, die nach unserem Asylrecht nicht mehr hier sein sollten. Und auch viele Leute, die 2015 gekommen sind, hätten nach unserem Asylrecht gar nicht hier sein müssen. Also wir vollziehen unser eigenes Recht nicht. Und da liegt wirklich eine ganz große Gefahr dieser Debatte. Wenn die Parteien der Mitte diese Versuche, die jetzt unternommen werden, das zu straffen, das transparent zu machen, das besser zu machen, nicht hinbekommen, dann werden Leute in der Politik sagen, lass uns das ganze Asylrecht abrollen. Und dann kriegen wir eine ganz andere Debatte. Darf ich noch mit einer weiteren Frage ergänzen? Sie haben gerade gesagt, Fremdenfeindlichkeit, kann man nicht die dadurch bekämpfen, indem man tatsächlich diesen Rechtszustand herstellt, dass die hier sind oder hier bleiben, die ein Recht darauf haben und die anderen tatsächlich das Land wieder verlassen? Also diejenigen, die hier keine Chance haben, die sollten auch zurückkehren oder am besten gar nicht kommen. Das ist definitiv so. Also das heißt, Aufklärung in den Heimatländern ist sehr wichtig. Bin ich völlig dafür, weil das sind ja auch mühselige Wege, sind teure Wege, Schleuser und so weiter. Aber zunächst müssen wir jeden Einzelfall angucken. Das ist definitiv so. Das Thema ist einfach, welche Rückkehrchancen haben sie denn auch? Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Das ist eine internationale Aufgabe. Und ich möchte Ihnen noch mal deutlich widersprechen. Diejenigen, die bis 2015 gekommen waren, waren ja auch unter anderem noch viele Balkanflüchtlinge. Die sind zum größten Teil alle zurück. Ja, aber es wäre doch besser, wenn sie gar nicht gekommen wären. Ja, aber sie kommen ja auch nicht mehr. Es war doch eine absurde Situation, als die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge kamen. Das wissen Sie doch viel besser als ich, waren unsere Unterkünfte voll mit Leuten, die im Asylrecht keine Chance hatten. Das ist doch nicht klug. Ja, aber wir sind ja jetzt auch einen Schritt weiter. Und jetzt ist es ja so, dass die eben nicht mehr kommen. Und trotzdem, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir sprechen immer intergalaktisch von den Gruppen. Es geht auch um den Einzelfall. Auch unter den Balkanflüchtlingen gab es Einzelfälle, gibt es die immer noch. Gut, definitiv es gibt das Recht ist erhalten blieben für die Balkanleute. Das individuelle Recht auf Asyl, das aus Sicht jedes Einzelnen, wie auch eben die rechtsstaatlichen Prinzipien, die bei uns gelten. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Wir werden dieses Thema natürlich auch weiter hier in der Phoenix-Runde verfolgen. Und ja, liebe Zuschauer, morgen Trumps Iran-Entscheidung. Wie geht's weiter in Nahost? Das Thema der Phoenix-Runde am Mittwoch. Bleiben Sie bei Phoenix.